Vorsorge ist ein Thema, sicherlich. Es ist gerade in der dritten Säule, die ich stark spüre, die ich auch für mich merke, ich möchte dort auch selber Geld reingeben, für das ich später mal ein gewisses Polster auf der Seite habe, sicher. Ja. Ich habe nicht eine Angst wegen der Vorsorge. Ich merke einfach, wie die Verlagerung anders ist. Also, dass vielleicht das Vertrauen in eine erste oder zweite Säule nicht komplett gegeben ist, dass ich auch selber für mich schaue, dass ich etwas auf die Seite tue und auch eben durch das wie die Kompensation herbringe und mit der dritten Säule vielleicht eben auch den Standard aufrechterhalten kann. Ja. Aber ich merke jetzt auch mit der Zeit, wie man vielleicht vermehrt solche Gedanken hat und sich auch solche Vorsorgelösungen genauer anschaut, was beinhaltet das Päckchen für einen Arbeitgeber. Und von dem her spüre ich fast ein bisschen, dass es an Gewichtigkeit gewinnt. Ja. Ich bin jetzt nicht eine Person, die diesen Lebenstraum hat, aber wie so kleine Steps, die ich immer angehe, wie zum Beispiel jetzt vielleicht mal in eine Safari zu erleben und so gestalte ich auch ein bisschen mein Leben. Also, ich habe sicher auch einen Weitblick, aber meine Ziele stecke ich eher kurzfristig und versuche, die auch zu erreichen. Ja. Also Swiss Life ist aktuell meine Vorsorge und mit dem verbinde ich es aktuell.